Hallo Freunde und willkommen hier zurück bei Pokémon Mystery Dungeon. Ich hab doch gesagt, dass ich uns einmal Ho-Oh holen werde. Das ist glücklicherweise recht einfach, weil Ho-Oh beim zweitmaligen Hingehen eine Rekrutierungschance von 99,9% hat. Das heißt, wenn man Ho-Oh mit einem Pokémon über Level 10 besiegt, hat man schon über 100% Rekrutierungschance. Das ist nicht ganz so schwierig, dann das Tierchen ins Team zu bekommen. Wichtig ist aber nicht, dass wir es nur haben, sondern wichtig ist das, was wir damit jetzt freischalten. Eines Tages in einer kleinen Höhle weit im Westen. Hey, beweg dich! Oh, ist das anstrengend! Hey, was ist mit dir los? Bist du jetzt schon zusammen? Lass mich nachdenken. Kam der Vorschlag, diesen Ort zu erforschen, nicht ursprünglich von dir? Von wegen, du hättest eine neue Höhle entdeckt und so. Ja, ich bin zufällig im Meer hier vorbeigeschwommen und da sah ich diese Höhle. Na, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend sein würde. Hey, ich hatte gedacht, eine neue Kombination wäre meine heiße Abwechslung. Aber du bist so jämmerlich. So viel zu unserem großen Helden Turtok. Ey, was? Jämmerlich nennst du mich? Du hast noch gar nichts von mir gesehen. Gar nichts. Unterschätze niemals Turtok. Boah. Na also, es geht doch. Weiter so. Wir kommen der Sache näher. Beeilen wir uns. Ja, das hast du getan, um mich zu motivieren. Danke. Ach, kein Problem. Los, weiter geht's. Was ist los? Immer noch kaputt? Nein, das ist es nicht. Hast du nicht irgendwas gehört? Ich hab gedacht, dass ich hätte jetzt Stimmen gehört. Nein, ich höre nichts. Bist du es? Wer störte meinen Schlaf? Seid ihr es? Wer ist da? Wer bist du? Zeig dich! Ich? Ich wurde künstlich erschaffen. Erschaffen, um zu kämpfen. Das mächtigste aller Pokémon. Ich habe mich immer gefragt, welches das mächtigste Pokémon der Welt ist. Oh, wieso? Es soll dem Rayquaza noch eins geben? Stimmt das? Hey, Rayquaza hat den Stern zerstört. Wingenau! Wer sonst hätte das schaffen können, wenn nicht Rayquaza? Wingenau! Aber was ist mit Groudon? Echt hart, oder? Ist das wahr? Noch nicht, aber selbst das Team konnte es besiegen. Wingenau! Den Legenden zufolge hat Groudon die Kontinente erschaffen. Ein unglaubliches Pokémon. Wingenau! Hey, du kommst gerade richtig. Wir haben eine kleine Diskussion darüber, welches das mächtigste Pokémon ist. Oliver, was meinst du? Welches ist deiner Meinung nach das mächtigste Pokémon? Also, da wir Rayquaza und Groudon besiegt haben, eindeutig ich. Nun, ich weiß, dass du gern stärker werden willst, aber... ich hoffe, du wirst deine Träume nie aufgeben. Ich habe da diese Geschichte gehört. Irgendwo in dieser Welt gibt es ein Pokémon, das für den Kampf geschaffen wurde. Ein Pokémon, das für den Kampf geschaffen wurde? Jeppa! Es soll so ungeheure Kampfkraft haben, dass es an nichts anderes denken kann, als jeden zu bekämpfen, dem es begegnet. Ja, das klingt aber nach einem sehr wilden Pokémon. Ich zittere bei den Gedanken. Wo könnte ein solch furchtbares Pokémon wohl leben? Es heißt, es speichert seine Energie und es soll angeblich irgendwo in einem Dungeon schlafen. Dieses Gerücht ist wahr. Glurak und Turtok, was macht ihr denn hier? Oh je, was ist euch zugestoßen? Sie sind schwer verletzt, was genau ist passiert? Genau das, was Issa gesagt hat. Dieses Pokémon hat uns besiegt. Was sagst du da? Eindeutig. Es hat gesagt, es sei nur zum Kämpfen geschaffen. Aber die Kraft dieses Pokémon, es ist unglaublich mächtig. Es ist wirklich das Mächtigste. Glurak, bist du okay? Oh, weit im Westen ist eine Höhle. Dort ist es. Ich will nie wieder dorthin zurück. Oh je, Turtok ist auch bewusstlos. Sie brauchen schnell Hilfe. Ich hole jemanden.
Oh wow, es existiert also wirklich ein Pokémon von solcher Macht. Aber habt ihr gehört? Wir wissen jetzt, dass dieses Pokémon in der Westhöhle ist. Ich jedenfalls werde bestimmt nicht dorthin gehen. Dafür habe ich leider viel zu viel Angst. Ich habe auch Angst. Wohin genau? Die Höhle, die jeder aus Furcht meidet. Die Westhöhle steht jetzt für Erkundungen offen. Oh ja. Was ich euch übrigens gar nicht zeigen konnte. So, warte mal, wir speichern mal. So, schön speichern. Weil ich ja in letzter Zeit alles mit Save States mache. Weil wir immer in den Dungeons Pause machen. Das hier habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Kyogre und Ho-Oh sind hier jetzt drin. Gut. Dann hätten wir das auch. Jetzt kommt einmal Pelipper angeflogen. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Unterirdische Ruine entdeckt. Mysteriöse unterirdische Ruine freigelegt. Sie war bisher unter dem Krater eines urzeitlichen Meteoriteneinschlags verborgen. Die Ruine stammt aus einer Zeit, noch bevor unsere Zeitrechnung begann. Man hört Gerüchte über ungeheuerliche Schätze und möglicherweise sogar Pokémon, die dort seit undenkbarer Zeit leben. Auf dem Poképlatz ist die Ruine in aller Munde. Ja, dann werden wir das Ding mal lagern und dann holen wir uns unseren Kumpel wieder. Unseren Kumpel Arctos. Quappo können wir erstmal eintüten. Das brauchen wir nicht. Zumindest nicht für die nächste Zeit. So, Quappo wartet. Und Arctos bekommt seine Röntgenaugen wieder. So, viel mitgenommen habe ich aus dem Weitweitberg nicht. Ein Belebersum habe ich beim Kampf gegen Ho-Oh verbraucht, aber wir haben relativ viel Geld gefunden. Gut, ich habe auch ein Kecleon beklaut, aber naja. Das ist wohl nicht so wichtig. Welche neuen Freunde wohl in der Ruine zu finden sind? Ja, gute Frage. So, wir holen uns jetzt erstmal das Mildmeer. Ja, bitte. Dankeschön, Dankeschön. Und dann haben wir jetzt noch... Ah, es reicht gerade so nicht, um Rätselkammer und Sandstrand zu kaufen. Dann kaufen wir einfach mal den Zwielichtwald. So, der Zwielichtwald ist offen. Und jetzt fehlen uns nur noch ein bisschen mehr als 10.000. So, was haben wir denn hier so? Ich hörte von einer seltsamen Wetteranomalie, die nur ein bestimmtes Meer betrifft. Es heißt, ein Strudel im Meer verbinde sich mit einem kolossalen Tornado im Himmel. Es heißt, in der Nähe des Patenareals legendäre Insel. Bis jetzt hat die Anomalie keinerlei Schäden verursacht. Dennoch bin ich darüber besorgt. Die legendäre Insel gehört deinem Team. Wirst du dorthin reisen und die Vorgänge untersuchen? Klaro. Ah, sehr gut. Du nimmst den Job an. Ich erhoffe mir das Beste von dir. Und Tengulist? Was fragst du, wo die Ruine ist? Die Ruine befindet sich tief im Dschungel, im Südosten. Wenn man sich vorstellt, was es da für Schätze geben könnte. Wahnsinn. Viel Glück, Amigo. Ungeachtet der befremdlichen Tatsache, dass Tengulist das Team zu seinen Amigos gemacht hat, steht dem Team von Arctos nun die Ruine offen. Oh ja, und hier oben ist Rettan. Ich wurde K.O. geschlagen in diesem Dungeon, aber was ist mit Meditalis? Ob es ihr gut geht? Hoffentlich schafft sie es bis zum Ende und kann ihren Wunsch wahr werden lassen. Was glotzt du denn so? Ich muss mich gerade sehr anstrengen, mich zu entscheiden. Verschwinde. Moment mal, vielleicht sollte ich mir gar keinen größeren Unterkiefer wünschen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich fester zusammenrollen könnte. Okay, also Rettan ist besiegt worden in dem Dungeon. Meditalis ist da noch irgendwo untriebig. Ach, du gehst auch zur Ruine? Ja, ja, meine mütterliche Fürsorge wird dich überall hin begleiten. Also. So, das... Ach komm, ich lege erstmal wieder alles ab. Jupp. Und dann nehmen wir uns... Wie lange spiele ich schon? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch heute nur vorgelesen. Ein Zueigner, ein Ausdauerband. Davon haben wir zu viele. Eine Scoblins kann ich auch mitnehmen. Linkbox behalte ich einfach mal aus Prinzip. Hier haben wir einmal Raub, einmal Geheimpower. Fassade, Brüller und Anziehung. So, ja. Vielen Dank für die Blumen. So, dann haben wir hier noch drei von. Dann haben wir hier noch irgendwas gehabt, ne? Ja, genau, Fassade.
Und haben wir noch irgendwo ein Goldband? Goldband, Goldband, Goldband? Nein, haben wir nicht. Gut, dann war das alles. Danke sehr, Kangama. Wie scheint es die Ruine momentan in aller Munde? Wenn du irgendwelche Schätze findest, dann verkauf sie mir bitte. Nun, wie dem auch sei. Wir haben nur Zeug dabei, ne? Ja, okay. Dann verkaufen wir mal alles und wir kriegen 7500. Und damit sollten wir eigentlich rein theoretisch über 10.500 haben. Das heißt, wir können uns alle Partnerareale jetzt kaufen. Sehr schön, die zweite Rätselkammer noch. So. Oh yeah. Und der Sandstrand. Sehr, sehr schön. Oh, ist so schade, ich habe gar kein Partnerareal mehr. Das war's. Wir haben jedes Partnerareal und jetzt können wir mal schauen. Wir könnten hier mal prüfen. Hier mal Rayquaza. Aber ansonsten von allen normalen Pokémon, die wir gesehen haben, ich verstehe übrigens nicht, warum Groudon da hinten nicht mit drin steht, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir alles anschließen lassen. Und ich habe mich informiert, wie die Sache mit den mit der Menge der Rekrutierungsrate ist bei manchen Pokémon. Und ein entwickeltes Pokémon ins Team anzuschließen, die haben eine Rekrutierungsrate von mindestens minus 19%, wenn nicht sogar weniger. Und dementsprechend muss man also die Rekrutierungsrate irgendwie anheben. Sympathie macht 10% drauf und ab Level 50 bekommt man auch 10% extra. Das heißt also, um ein entwickeltes Pokémon zu kriegen, braucht man ein Pokémon im Level 50 mit Sympathie und dann hat man eine 1% Chance, das Pokémon ins Team zu kriegen. Deswegen ist es so unwahrscheinlich, ein entwickeltes Pokémon sich anschließen zu lassen. Manche Pokémon, Turtok könnte man sich rein theoretisch auch anschließen. Das macht es ab und zu. Hat eine Chance von minus 39%. Also, ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn ich hier einfach normal hingehe. Nein, es reicht nicht. Ich muss mich vorher, es ist jetzt egal, wohin ich gehe. Guck mal, das ist Aerodactyl mit der antiken, in der antiken Ruine. Unser Kumpel Aerodactyl wird jetzt mal Anführer. Und dann besuchen wir mal Arktos. Hallo? Und Lavados hebt ab. Und Zapdos hebt ab. Und gesellen sich zu Arktos. Feuer, Eis und Elektrizität. Wenn die drei Kräfte miteinander verschmelzen, erhebt sich der Wächter des Meeres. Unsere Ankunft auf der legendären Insel. Wir drei haben mit unserer Gegenwart den Wächter des Meeres geweckt. Deswegen wachsen die Strudel zu Tornados an. Ich habe hier den Vortexstein. Wenn ihr ihn tragt, könnt ihr durch die Tornados des Meeres schreiten. So gelangt ihr zu einem Ort namens Silbergraben. Dort findet ihr den Wächter des Meeres. Geht jetzt, der Wächter des Meeres erwartet euch. Wir haben den Vortexstein und der Silbergraben steht offen. Dann haben wir heute 3 Dungeons freigeschalten. Und das ausgerechnet sind die 3 längsten Dungeons im Spiel. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, gehen wir in den langen Dungeon, in den langen Dungeon oder in den langen Dungeon. Also, wir haben die Qual der Wahl. Nein, nicht warten. Du sollst Anführer werden, Arktos. So, einmal Anführer. So. Ah, Aerodactyl wartet einmal und, ja, dann würde ich sagen, auf in die Ruine. Wir fangen ganz langsam an. Wir nehmen mal erstmal den entspanntesten von allen. Vorher speichern, können wir sehr gerne machen. Auch wenn die Folge heute schon sehr weit fortgeschritten ist und wir nur Zeug gemacht haben, also größtenteils vorgelesen. So, das ist die Ruine. Geht schon gut los. Und in der Ruine gibt es ein paar sehr coole Items, wie zum Beispiel diese Zitrobeere hier. Wenn man die isst, wenn man volle KP hat, kann man seine KP dauerhaft steigern.
Sehr praktisch. Und man findet hier als einen der ersten Dungeons nicht funktionierende Items, wie man gerade gesehen hat. Das Folterknecht hat nicht funktioniert. Das ist dieses X-Form. Solltet ihr schon am Anfang gesehen haben bei Quappo, weil der eine nicht funktionierende Sympathie getragen hat zu dem Zeitpunkt. Das ist, wenn die Items verklebt sind. Dann kann man damit leider nichts mehr anfangen. Aber, ja, ist nicht das Problem in dem Fall, weil die Sympathie habe ich eh nicht gebraucht für Ho-Oh. Und ja, Folterknecht, wozu? Warum sollte ich das mitnehmen? Und ich habe Pulverschnee noch ausgerüstet. So, erstmal wieder auf Windstoß gehen. Was haben wir hier? Ein Mobilschal. Oh, ein Mobilschal. Der ist gut. Der ist sehr gut. Eins der wichtigsten Items für mich in Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Wegen den sogenannten Goldkammern. Sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch. Weil man muss da entweder über Wasser gehen können oder halt sich irgendwie zu helfen wissen. Und im Normalfall kann ich nicht über Wasser laufen, weil ich eben normalerweise mit Riolu spiele. Oder Funpi oder Shinox. Die können ganz schlecht über Wasser laufen. Und ich weiß gar nicht, ob die Terrarienzwinger überhaupt erlernen können. Ich glaube nämlich nicht. Dafür ist aber der Mobilschall dann da. Arktos kann zum Glück über alles drüber laufen. Und wenn wir den Mobilschall ausrüsten würden, könnten wir sogar über Wände laufen. Dann wird man sozusagen ein Geist-Pokémon, was die Bewegung angeht. Allerdings ist das Problem, wenn du über Wände läufst, kriegst du so unglaublich schnell Hunger, dass es sich einfach nicht rentiert. Und dementsprechend, ja, für den normalen Gebrauch ist ein Mobilschall nichts, aber trotzdem sehr praktisch. Und was man gut damit machen kann mit einem Mobilschall, ist Gegner abhängen, weil man dann an solchen Ecken hier schräg laufen könnte. Das funktioniert auch sehr gut. Warum nehme ich eigentlich noch Geld mit? Ich brauche kein Geld mehr. Ich habe alle Partnerareale. Das war alles, was ich mit dem Geld machen wollte. Ich habe mir, glaube ich, noch nie was von Kecleon... Doch, den Radar-Orb habe ich mir von Kecleon gekauft. Ganz, ganz am Anfang. Wo ihr dann gar nicht mitbekommen habt, dass ich den abgegeben habe. Weil ich das ja offscreen gemacht habe. Um die Griffel freizuschalten. Ne, Traumatos? Ja, ja, mach du nur Kopfnuss. Ich habe gesagt, ja, ja, mach du nur Kopfnuss. Damit meine ich, hör auf mit dem Scheiß. Ach, ich bin dämlich. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, Leute. Naja, da muss ich mich, falls es überhaupt so weit kommt, muss ich mich der Magie des interessanten Spieltechniken bedienen, die sich da Safe State nennen, aber das mache ich sowieso bei legendären Pokémon. Ich habe die Sympathie vergessen. Ach, Nebula könnte rein theoretisch zwar mitkommen, aber nee. Okay, da geht's nicht lang. Mein größtes Problem bei der Ruine war immer, genug Essen zu finden. Deswegen ist es auch eigentlich relativ dämlich, dass ich jetzt nur einen einzigen Apfel dabei habe. Ach, aber ich habe ja noch einen gefunden. Ach, das ist ja entspannt hier. Ja, du machst Schlecker. Jetzt schmeißt du mich ab. So, und jetzt bist du besiegt. Pech gehabt. So. Und wir sind fast auf der ersten Hürde der Ruine. Röntgenaugen. Nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht wofür, weil wir haben ja sogar noch zwei Ersatzröntgenaugen. Nein. Und hier sind wir bei der ersten Hürde. Regirock. Alarm, Eindringlinge, eliminieren. Alarm, Eindringlinge, eliminieren. Oh ja, Regirock wartet auf uns. Und Regirock wurde besiegt und es hat etwas fallen lassen. Offenbar bewachte Regirock dieses Item. Es ist das Girock-Teil. Wir haben das Girock-Teil eingesammelt. Information für euch. Wenn hier Regirock rumläuft, könnt ihr euch sicher sein, dass wir auch noch auf die anderen beiden Regis treffen werden, ja? Falls ihr die denn kennt.
Ich weiß zumindest von einer Person, dass sie gerade die dritte Generation ausgelassen hat. Eine meiner Lieblingsgenerationen, aber hey. Und ja, es gibt halt drei von diesen Regis. Und wenn man ihre Teile im Inventar hat, wenn man gegen sie kämpft, dann erhöht sich die Chance, dass sie sich bei einem anschließen. Die haben so 0,1 mit Sympathie ausgerüstet, haben sie dann 10,1, dann vielleicht noch ein Pokémon über Level 50, dann haben sie 20,1 und dann noch das Girock-Teil, ich weiß nicht, ob es 10 oder 20% gibt. Aber auf jeden Fall gibt es ein bisschen was. Ist ganz hilfreich. Und Kyogre aus der letzten Folge, ja. Kyogre hat eine Rekrutierungschance von 50%. Das heißt, mit Quappo und der Sympathie hat es in der letzten Folge 70% gehabt. Es wäre ziemlich doof gewesen, wenn sie es uns nicht angeschlossen hätte. Das noch so viel zum letzten Mal. Nein, Stalunia. Außerdem haben wir von dir schon eins. Eine Akura-Brille. Ich weiß nicht, ob wir sowas brauchen. Und das, was da unten steht, da müssen wir dann aufpassen. Sowas wie Ditto benutzt Wandler. Das sind Informationen, auf die wir später achten müssen. Wenn wir ein bestimmtes Pokémon finden wollen. Aber wir sind bei 21 Minuten. Ich würde sagen, 5 Etagen mache ich noch. Falls wir denn gut vorankommen. Was ich aber auf jeden Fall jetzt erstmal mache, ist die Stöcke fixieren. Da muss man übrigens auch vorsichtig sein, weil auch die... Aha. Okay. Weil auch die Stöcke klebrig sein können. Und wenn sich die klebrigen Stöcke auf normale Stöcke stecken, dann funktionieren die komplett nicht mehr. Das Ungünstige an der Sache ist, auch wenn die Stöcke dann fixiert sind, kann man kein anderes Item mehr fixieren, weil auch die Fixierfähigkeit dann klebrig ist. Ich kann es mir nicht erklären, wie das passieren kann, aber es ist jedenfalls so. Ja, und du hast Arktos. Ja, das ist jetzt doof für dich. Dass ich mich trotzdem noch wehren kann. Na? Tschüss. Und damit haben wir es in den nächsten Abschnitt geschafft. Spiegelcape, ja, ja, ich, keine Sorge. Ich habe nicht vorgehabt, irgendwas Eisartiges auf dich einzusetzen. Das Zeug kassiere ich ein. Ja, ja, Mediti ist in Ordnung, ist in Ordnung. Was? Das hast du überlebt? Respekt, kleines Viech. Nö. Das ist übrigens auch schade für Mediti, wenn man bedenkt, dass Mediti noch schweben kann und Meditalis kann es da nicht mehr. Ziemlich unpraktisch, wenn man sich damit entwickelt. Aber hey. Plosivsam. Nee, Plosivsam brauche ich nicht. Ja, Mediti? Oh, okay. 92 ist auch noch nicht genug. Dann sollte ich bei Mediti jetzt vielleicht Sachen anfangen zu schmeißen. Dann nehmen wir mit. Ein Warpschal. Hey, jetzt haben wir auch einen, den kein Pokémon vorher getragen hat. 23. Komm, noch 2 Treppen sollten zu finden sein. Hoffe ich mal. Jo, eine haben wir. Und noch eine. Dann haben wir schon ein Viertel von der Ruine geschafft. Vorausgesetzt, etwas anderes passiert nicht. Wie beispielsweise, dass wir besiegt werden oder sowas. Oder etwas noch ganz anderes, von dem ich nichts erzähle. Geh mal weg. Okay, da ist nix. Denn hier irgendwie über das Wasser schmuggeln ist das... Nein, es ist nicht klebrig. Ich werde hier vorsichtig sein, ne? Nicht, dass ihr... Nicht, dass ihr denkt, ich bin komisch, weil ich da gerade drauf gerannt bin. Ich will nur nicht, dass irgendwas verklebt. So, hier haben wir Regi Eis. Was wir mal eben schnell wegmachen. Und damit haben wir das Regi Eis-Teil. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und mal schauen, wie weit wir die Ruine dann machen können.
Wenn wir Glück haben, aber es sind noch 75 Etagen. Ich glaube nicht, dass wir 75 Etagen in einer Folge schaffen. Aber wir strengen uns an, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!